So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem nächsten Video zu Descent, Legenden der Finsternis. Ich habe das ja in 2 Wochen komplett durchgespielt, finde das sehr, sehr gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da schon ein Rezensionsvideo zu gemacht, wo ich sicherlich auch einiges von dem, was ich hier jetzt erzähle, auch schon erzählt habe. Aber ich werde hier einfach alle Fragen nochmal explizit und konkret beantworten, die gestellt. Ich habe eben in den Community-Tab auf YouTube gefragt, was wollt ihr wissen? Was habt ihr für Fragen an das Spiel? Was soll ich explizit beantworten? Und ich habe jetzt hier alle Fragen kategorisiert. Die behandeln ja oftmals ähnliche Themen und werde jetzt eben alle der Reihe nach durchgehen. Eben auch unten in den Timestamps seht ihr, um welchen Themenaspekt es immer gerade geht. Da könnt ihr eben auch dahin springen, was euch gerade interessiert. Und das wird hoffentlich ein bisschen kürzer als das Rezensionsvideo. Mal gucken, ihr kennt das ja. Bei mir wird es immer ein bisschen ausführlicher. Und los geht es mit der Frage von Nils, der geschrieben hat, sehr cool, mich würde interessieren, wie stark die Story ist. Ist es eher so Gloomhaven-Niveau, bei dem die Story recht austauschbar ist, oder geht es vielleicht sogar Richtung Tainted Grail, bei dem die Story überragend war? Ich weiß, Gameplay war gar nicht deins, ne? Mochte ich nicht so. Bei einem guten Storytelling würde ich glatt überlegen, diese Unsumme in die Hand zu nehmen. Und da muss ich jetzt eben vorwegschicken, Tainted Grail habe ich ungefähr so zur Hälfte durchgespielt, Gloomhaven so 5 Missionen von beiden Spielen, habe aber sehr viel dazu gehört. Und bei Gloomhaven gibt es auch eine Hintergrundgeschichte meines Wissens nach, die aber schon sehr lose ist und jetzt nicht so wirklich die krasse Triebfeder ist. Und Tainted Grail hat ja eben diese wirklich interessante, gute Story, die eben auch wirklich so auf so, sag ich mal, Fantasy-Level ist, dass man sich das eben auch eben als Roman vorstellen könnte, den man sich eben durchlesen wollen würde. Ich persönlich hätte das auch viel lieber als Choose Your Own Adventure-Spiel, aber darum geht's ja nicht. Descent ist auf jeden Fall, also weder in dem einen Extrem noch in dem anderen Extrem, aber auf jeden Fall schon eher also weiter von Gloomhaven weg und dichter an Tainted Grail dran. Das hier ist jetzt nicht, zumindest Stand jetzt, ist ja nur Akt 1 von wahrscheinlich 3 Akten, die rauskommen sollen. Dementsprechend ist es erstmal nur die Einführung, man weiß noch nicht, wo die Geschichte hingeht, aber es ist eben schon gutes Fantasy. Und man muss da noch ein bisschen, da geht es eben auch um das einzelne Story-Design der einzelnen Mission. Das muss man eigentlich miteinander verknüpfen, weil ihr fangt halt an, spielt dieses Spiel und eure erste Mission ist so ganz klassisch wie bei D&D. Ne, wir sind auf einer Karawane, wir treffen uns irgendwie, erleben gemeinsam ein Abenteuer, das verbindet uns und danach geht halt so die Geschichte los. Und ihr habt davon vielleicht schon gehört, man muss immer in bestimmten Missionen bestimmte Charaktere spielen. Also einer ist immer fix dabei in der Regel, der ist vorgegeben vom Spiel. Liegt eben einfach daran, gefühlt ist so die Story zuerst entstanden, so diese große, allumfassende Story, und dann wurden halt darum die Missionen und die Charaktere auch designt. Und die Story ist, sag ich mal, so Game of Thrones mäßig, ohne auf dieser persönlichen Ebene, diesen ganzen Intrigen, Charakteren und so, aber das große, bombastische, was auf der Welt passiert, das hat man hier eben auch, ne? Bedrohung von hier, Bedrohung von da, alles total schlimm, große Katastrophe, und man fragt sich dann, wie geht das weiter in den nächsten Akten, und das hat man hier eben auch, nur dass ihr eben am Anfang sagt, ne, anfangt, und das ist noch gar nicht so schlimm alles, ihr habt halt einzelne Missionen für die einzelnen Charaktere und erlebt da halt immer so Geschichten, die Story geht ein bisschen voran, jeder zu sein, ne, womit er sich ein bisschen auseinandersetzen muss. Aber das fügt sich dann eben so nach und nach zusammen. Aus diesem kleinen Abenteuer, diesen kleinen Teilaspekten, die er da so erlebt, wird halt immer was Größeres, irgendwas entwickelt sich, irgendwas braut sich zusammen und im Finale dann schließlich wird quasi so alles zusammengeführt. Und das ist, finde ich, eine absolute Stärke. Das habe ich bei Gloomhaven nicht so erlebt und auch nicht so gehört, dass sich das da ähnlich entwickelt wie hier in Descent. Also da oder Descent, da bin ich tatsächlich bisher schwer begeistert von. Am Ende passieren da halt so Dinge, wo man schon denkt, aha, also da ahnt man schon, wie das dann irgendwann später ausgehen wird, weil das einfach auf der Hand liegt. Aber das ist, wie gesagt, finde ich, gutes, solides Fantasy. Das hat, nachdem, also wie gesagt, ich habe ja wenig Crawler so komplett durchgespielt bis zum Ende, aber meiner Meinung nach, also ich habe noch nirgendwo davon gehört, dass es eine Story gibt, die so in eine ähnliche Richtung geht und die sich eben auch so groß anfühlt und eben auch so gewachsen durch diese einzelne Mission. Am Anfang spielt man so vor sich hin und denkt so, es wäre ein ganz normaler Crawler mit ganz einfachen Geschichten und so einer geradlinigen Story. Aber wenn man dann so merkt, wohin sich das entwickelt und wie sich das alles so zusammenfügt, das ist schon sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, auch nicht auf Tainted Grail Niveau, wo wir halt wirklich auch so eine krasse Story haben, die eben auch von so richtigen Fantasy-Autor ist, aber hat schon einen eigenen Touch. Also auf jeden Fall für jeden zugänglich. Das ist jetzt auch nichts super Spezielles. Jeder, der was mit Fantasy anfangen kann, wird sich da wiederfinden. Das ist ja auch immer wichtig in solchen Spielen, gerade wenn die eine breite Masse ansprechen sollen, dass das eben auch was ist, womit jeder was anfangen kann. So
so eine klassische Heldengeschichte, Abenteuergeschichte, so ein Epos, dass das hier auf jeden Fall sein wird. Also Geschichte, Story und eben auch Missionsdesign und wie das Ganze angelegt ist, für mich persönlich eine große Stärke von Descent. So, nächste Frage von Dudip: Wie gut kann man das Spiel mit Kindern zwischen 8 und 11 spielen? Wenn man das im einfachsten Schwierigkeitsgrad spielt, geht das. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich auf die Story bezogen. Also storymäßig funktioniert das auf jeden Fall. Das ist nichts wirklich Schlimmes, Bedrohliches, Gruseliges. Und man ist ja als Elternteil eben auch selbst dabei und kann zur Not auch Sachen ja nochmal entschärfen, weil mit 8 bis 11 sollten die schon lesen können. Da sehe ich überhaupt gar kein Problem. Die Komplexität ist auf jeden Fall da. Am Anfang ist das schon relativ seicht, steigert sich dann, weil die Charaktere eben auch komplexer werden, mehr Möglichkeiten bekommen. Da muss man da mal gucken. Aber wenn das halt spieleraffine Kinder sind, dann geht das schon. Aber das ist halt kein Familiencrawler. Das ist auch nicht zwingend ein Kennercrawler. Das geht auf jeden Fall schon Richtung Vielspieler-Experte. Aber es ist voll kooperativ. Und wenn man eben als Elternteil dabei ist und auch vielleicht so ein bisschen Überblick hat, was die Leute so können, dann klappt das schon. Aber ich glaube, gerade so Kinder in dem Alter, die eben auch auf Fantasy stehen, also wenn ich 10 gewesen wäre und hätte das Ding zu Weihnachten bekommen, das wäre das beste Weihnachten ever gewesen. Wobei, okay, ich habe, als ich 10 war, StarQuest zu Weihnachten bekommen. Das war damals das beste Weihnachten ever für mich. Und damals gab es halt sowas in der Richtung noch nicht. Ja, das war damals natürlich so die Creme de la Creme. Da war sowas noch nicht ansatzweise am Horizont. Von daher, also für Kids auf jeden Fall mega gut. Aber wie gesagt, das Spiel hat schon in sich, also schadet auch nicht, wenn das entweder super spielerfahrene Kinder sind oder wenn eben da auch Erwachsene mitspielen, und weil es ist auch eine Herausforderung. So, da möchte Stalker noch wissen: Wie gut schneidet der Abenteuerteil ab? Wie sind die Erzählungen zum Beispiel im Vergleich zu Sleeping Gods? Mit Sleeping Gods kann man das meiner Meinung nach fast gar nicht vergleichen, außer es eben auch ein Kampagnenspiel ist. Das ist schon ein ganz anderes Spiel. Und das ist halt wirklich so ein Crawler mit einer coolen Hintergrundgeschichte, tollen Mechaniken, interessanten Charakteren. Da fühlt sich Sleeping Gods schon sehr anders an. Auch wenn ich das sehr mag, würde ich sagen, das hier holt mich tatsächlich aktuell noch ein bisschen mehr ab. Und dieser Abenteuerteil, ihr habt das vielleicht schon in manchen Besprechungen gehört, dass da eben auch gesagt wird: Okay, Leute, das ist immer super viel Text, wir müssen gefühlt immer 10 Minuten, eine Viertelstunde lang Texte vorlesen, wo halt die Charaktere irgendwie miteinander sprechen und so die Story vorangetrieben wird. Das nervt manche Leute. Und ich fand das am Anfang auch ein bisschen viel. Hab dann, wie gesagt, ja mehr gespielt, eben auch gesehen, was da für eine Story hintersteckt und wohin sich das so entwickelt. Und ich finde tatsächlich, ist es gut, das braucht das Spiel. Wenn es weniger wäre, wäre es flacher, würde sich nicht so groß anfühlen. Die Charaktere haben halt schon alle Leben und haben auch so ihren eigenen Charakter und entwickeln sich irgendwie. Und ich würde es auf jeden Fall immer so spielen, dass alle Leute aufs Tablet gucken können, alle Leute auf dem Fernseher, auf dem Laptop, und jeder eben auch seinen Charakter vorlesen kann. Ich habe das ja auch solo gespielt, habe das ja alles solo gestreamt, habe dementsprechend auch die Texte vorgelesen. Und da war es dann eben auch, also hätte ich das nur so für mich vorgelesen alles und einmal so kurz durch, klick weiter, dann hätte mich die Story, glaube ich, auch nicht so abgeholt. Dadurch, dass ich sie eben vorgelesen habe, habe ich dann natürlich auch versucht, diese 6 Charaktere immer anders sprachlich zu interpretieren. Den einen Magier mal so mit so ein bisschen nasaler Stimme: Okay, hier gehen wir mal das Dorf. Hat auch ganz gut gepasst, wie man dann zum Ende gemerkt hat. Und das Katzenwesen auch so ein bisschen so mit Miaugeräuschen und so. Und den tauben Elfenjäger auch mal so ein bisschen mit flüsternder Stimme. So mysteriös und geheimnisvoll. Und das hat auf jeden Fall bei mir persönlich die Immersion nochmal stark verstärkt. Und das würde ich euch auch empfehlen. Macht das auf jeden Fall so. Lest die Texte laut vor. Versucht auch so ein bisschen euch in den Charakter einzufühlen. Das steigert die Immersion und das Spielerlebnis auf jeden Fall nochmal ganz eindeutig. So, dann eben auch eine Frage zu den Missionen quasi selbst, ne, von Sebastian: Hallo, danke für die regelmäßigen Videos und Einschätzungen, sehr gerne. Du bist doch großer Cthulhu Death May Die Fan, oder? Bin ich. Zwar lassen sich die beiden Spiele nicht unbedingt vergleichen, stimmt, denke ich, aber was sagt dein Gefühl? Ist Descent auch so erfrischend, neu und anders, leicht zu lernen und erzeugt einen ähnlich hohen Spaßfaktor? Die Antwort lautet: Kommt drauf an, die gute alte Juristenantwort. Das Spieldesign ist sehr elegant. In der Regel gibt es kaum Regelfragen. Und wenn, lautet die Antwort meistens ja, oder man hat sich das irgendwie schnell erschlossen. Cthulhu Death May Die ist ja wirklich so einfach dieser Spaßcrawler, ne? Wir spielen da, werden immer besser im Laufe des Abenteuers. Am Ende explodiert alles. Die Hälfte der Gruppe ist am Ende tot und einer macht so den finalen Endstoß.
Das hier ist natürlich ne, kampagnenbasiert und eben auch der Aufbau ist ja so, in der ersten Mission könnt ihr noch gar nichts, da habt ihr einfach nur eure Waffe und eure normale Heldenfähigkeit und kriegt halt die ganzen anderen Optionen erst im Laufe des Spiels. Das heißt, und es ist eben auch knackig, also die Missionen haben es wirklich in sich, man muss gut spielen. Ich habe jetzt ja die Kampagne einmal durchgespielt und habe gemerkt, okay, ich habe manche Aspekte einfach nicht so ganz berücksichtigt, nicht so stark verfolgt. Das hat mich am Ende halt gekillt, dafür, dass ich denke, die letzte Mission werde ich so nicht schaffen können. Dann müsste ich es eigentlich nochmal von vorne spielen, jetzt halt wissen, worauf ich achte und dann halt auch ein bisschen besser hochleveln, bestimmte Fertigkeiten schneller freischalten und dann sollte das schon funktionieren. Und da ist halt Spaßfaktor auch so eine Sache, wie man Spaß definiert. Mir hat das super viel Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht so durchgesuchtet, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Spaß und wie gesagt, das hier die große Kampagne, das macht keinen Sinn, das nur alleine zu spielen oder nur 1, 2, 3 Missionen, dann wird einem das nicht so abholen, hat es mich auch nicht nach den ersten 4, 5 Missionen. Das kam dann halt im Laufe der weiteren Partien, wo das Spiel immer mehr gezeigt hat, was da in sich steckt und da hat Cthulhu Death Medaille natürlich klare Vorteile. Das holt einen schon in der ersten Partie ab und ist da schon absolut großartig, weil das eben da schon zeigt, was es halt alles kann. Dafür macht es dann halt in allen anderen Missionen quasi immer genau das Gleiche. Und dann eben noch die Frage, ne, ich benötige keine riesen Story, aber mir sind der Abenteuer- und Erkundungsaspekt immer sehr wichtig. Hat man das Gefühl, ein Abenteuer zu erleben und gibt es abwechslungsreiche Szenarien? Absolut große Stärke dieses Spiels sind die Szenarien. Jedes Szenario fühlt sich komplett anders an. Das ist halt nicht so, hier, ne, geht mal rein und killt irgendwie alle Gegner und hier eskortiert mal irgendwen. Da ist so alles Mögliche dabei. Manchmal muss man Rätsel lösen. Manchmal muss man, ich will da gar nicht so viel spoilern tatsächlich, aber ihr spielt es immer und habt wirklich da in der Hinsicht wirklich das Gefühl, so ein Abenteuer zu erleben. Und das wird eben auch noch bestärkt durch die App. Die App sorgt ja dafür, dass ihr am Anfang nur das Startteil bekommt, so ein paar Aufbauten seht und ihr müsst halt diesen Level erst so nach und nach erkunden. Und dabei gibt euch halt die App auch eben auch immer wieder Story, treibt die Story voran, erzählt, was hier passiert und irgendwelche Events, die so zwischendurch geschehen. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, eine große Stärke. Also dieser Abenteuer- und Erkundungsaspekt ist bei Descent auf jeden Fall vorhanden und führt eben auch dazu, dass man das spielt und wenn man dann so 3, 4, 5 Missionen gespielt hat und eben auch gesehen hat, okay, das ist ja immer interessant und wow und coole Ideen, die da drin stecken, dass man sich auch immer dabei erwischt und sagt, oh, ich würde das eigentlich jetzt auch gerne direkt weiterspielen, weil ich bin halt super gespannt, was mir die nächsten Missionen so bietet. Also auch da auf jeden Fall ein Pluspunkt. So, Sascha fragt, habe ich nach 4 bis 5 Missionen immer noch Lust, alles aufzubauen oder stellt sich das Gefühl ein, schon alles gesehen haben? Ne, da ja, Tom Wessel hat da ja auch schon ein Sohnsvideo zugemacht. Ich weiß nicht, wie viel er davon gespielt hat. Vielleicht hat er das auch alles gestreamt. Er hat das wirklich komplett durchgespielt. Mein Eindruck, nachdem ich das jetzt auch nochmal gesehen habe, zu seinem Video ist, dass er das nicht komplett durchgespielt hat, weil was er da so alles erzählt hat, hat sich so nach mir auf dem Stand von so 4, 5 Missionen angefühlt. Und er hat das da eben auch erzählt, dass er das mit dem 3D irgendwie doof findet, eine Treppe dazwischen legen hätte auch gereicht und dann alles irgendwie in 2D, das ganze 3D-Material braucht man nicht und jetzt nachher auch gar nicht mehr irgendwie hingelegt, sondern sich das alles irgendwie in der App angeguckt. Der komplette Widerspruch von mir, von allen, mit denen ich das bisher gespielt habe, dass das da 3D-mäßig einfach so steht und da eben auch diese Regale stehen, diese Kessel, irgendwelche Bäume, mit denen man interagieren kann, Barrikaden, die auch noch wirklich Sachen machen auf dem Plan, das ist absolut großartig. Also allein dieses Level-Design über mehrere Ebenen, manchmal nur über 2 Ebenen, manchmal über 3 Ebenen, manchmal irgendwie noch höher, das ist schon super gut. Ich habe immer wieder alles aufgebaut, habe mich doch nie dran satt gesehen. Und ja, die Teile sehen generisch aus. Es sind immer Steinplatten, irgendwelche Holzplatten, irgendwie normaler Erdboden oder Waldboden. Und das ist was, wo man am Anfang sitzt und sagt, na, hätten sie auch mehr Abwechslung reinmachen können und mehr so Teile nehmen können, wo irgendwie was Konkretes drauf ist. Ja, hätte man machen können. Aber das ist halt immer alles ja in ein Szenario eingebettet. Ich weiß, ich bin im Kloster, ich bin in einer Höhle, ich bin in einer Burg oder so. Das Bild formt sich dann auf jeden Fall vor den Augen. Und tatsächlich, wenn ich jetzt so vergleiche, 2D-Elemente mit eben dem passenden Artwork und hier diese 3D, Elemente, da gewinnt das fast. Ich würde mich jetzt nicht beschweren, wenn das auch alles halt so individuelle Teile wären oder zumindest ein paar, dass man hier vielleicht mal eine Bibliothek hat, hier vielleicht mal irgendwie eine Kochstelle oder so, aber gibt es halt nicht, aber das gibt natürlich auch die Möglichkeit mit dem, was hier vorhanden ist, super viel Download-Content anzubieten, wo man eben diese Teile immer wieder irgendwie anders recyceln kann. Und da kommt eben auch immer wieder das interessante und gute Missionsdesign zum Tragen. Man ist eben auch immer gespannt, was holen sie da raus und wirklich jede Mission sieht anders aus und man denkt auch,
auch immer wieder interessante Idee, wie sie jetzt halt so diese vorhandenen Materialien nutzen. Und man, es ist halt eingeschränkt. Die taktischen Möglichkeiten, die einem dieses 3D-Gelände bietet, sind nicht so mega krass, was auch darin geschuldet ist, dass man es dadurch eben auch geschafft hat, die Gegner-KI so einfach zu halten, dass man da nicht irgendwie immer ständig kompliziert irgendwie was berechnen muss, wo die jetzt hingehen oder wie man das so alles handhaben muss und wie jetzt nochmal die genaue Regelung dafür ist. Das ist schon sehr straightforward. Man kann auch über mehreren hinweg angreifen. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Ist aber wahrscheinlich einfach aus Balancing-Gründen drin. Aber trotzdem gab es halt Missionen, wo ich halt dann einfach Heerscharen von Gegnern hatte, wo ich wusste, okay, ich kann die nicht alle besiegen, aber ich muss diese Mission irgendwie erfüllen, wo ich den halt alle in eine Ecke gelockt habe, dann irgendwie über so einen Abgrund gesprungen bin und hinter denen vorbeigelaufen bin. Also das geht schon, da hat man schon durchaus Möglichkeiten. Man wird da immer wieder Ideen entwickeln, wie man dieses Gelände kreativ einsetzen kann. Also diese 3D-Elemente auf jeden Fall auch super gut. Ohne die wäre dieses Spiel nur halb so toll. Dennis N. möchte alles zu den Startcharakteren wissen. Das ist tatsächlich ein bisschen, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil es gibt halt 4 Charaktere, die man am Anfang auswählen kann. Das ist so der Track, der sich am Anfang trifft. Quasi ab Mission 2, 3 hat man dann schon alle 6 Charaktere zur Verfügung, die es im Spiel gibt. Und das sind doch einfach die, weil wie gesagt, die Story wurde um die drumherum geschrieben. Und da kann man jetzt nicht einfach noch mehr Charaktere einfügen. Es gibt auch keine versteckte Box irgendwie oder so. Und wie gesagt, die Charaktere können am Anfang nicht viel, unterscheiden sich schon so ein bisschen. Aber so nach und nach im Spielverlauf bekommen die halt mehr Eigenschaften. Viel mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Aber da könnte man auch theoretisch zu jedem Charakter, nachher, wenn der halt quasi voll hochgeskillt ist, so für den finalen Endkampf, der es wirklich in sich hat, da kann man verschiedene Skill-Builds durchgehen, was man da so, wie man den ausrüsten kann, welche Waffen man dem gibt, welche Fähigkeiten man mitnimmt, welche Konstellationen an Helden man mitnimmt. Aber wie gesagt, das entwickelt sich halt erst so nach und nach. Am Anfang könnt ihr noch recht wenig und den Progress im Spiel müsst ihr auch selbst ein bisschen vorantreiben, indem ihr die Errungenschaften wirklich konsequent verfolgt und so eben halt neue Fertigkeiten bekommt, mehr Möglichkeiten bekommt, unterschiedliche Dinge auszurüsten. Und so viel mehr kann man da eigentlich gar nicht zu sagen. Dann geht's natürlich in den App-Bereich. Das ist natürlich ein großes Thema. Ne? The Big One Kara möchte halt wissen, ist die 3. Edition auch mit Dungeon Lord spielbar oder läuft das komplett über die App? Wenn ihr jetzt mein Video schon gesehen habt zu dem Spiel, werdet ihr wissen, dass nicht ansatzweise ist das ohne App realisierbar. Da sind so viele Aspekte drin, eben von diesem Erkunden mit, dass halt die App so nach und nach diesen Spielplan aufbaut und auch eben immer wieder Texte einstreut, die eben auch immer zur jeweiligen Situation passen, zu Entscheidungen, die man vorher getroffen hat, zu den Charakteren, die dabei sind. Ne? Manchmal, wenn man mit einem Bücherregal interagiert, dann findet man vielleicht irgendwie ein altes Kinderbuch von einem Charakter, der dabei war. Der andere Charakter, der hatte vielleicht gar nicht so eine schöne Kindheit, der findet dann da irgendwie was anderes. Und eben auch gerade dieses Ganze drumherum mit diesen Waffenfähigkeiten, die haben, dass man diese Waffen auf unterschiedliche Arten ausrüsten kann, dass die halt so bestimmte Wahrscheinlichkeiten haben, dass die procken, also eben triggern und auslösen. Vieles von dem könnte man vielleicht ohne App machen, aber ich möchte mir das nicht ausmalen, ich möchte das nicht spielen. Auch die Craft-Phase hinterher, das kann, also bestimmt gäbe es da Möglichkeiten mit 1000 Karten und 1000 Markern. Das haben auch schon andere Kollegen gesagt. Es gibt manche Spiele, die bieten vielleicht noch ein bisschen tiefgehendere Craft-Phasen, aber zu welchem Preis? Man 1000 Karten raussuchen, ewig damit rumhantieren. Hier ist es einfach super easy gemacht. Ne, dann geht auch die nächste Frage von Sebadosebado. Kann man auch ohne App spielen? Nein, kann man definitiv nicht. Die App steuert die Gegner, die App sagt, was die Gegner machen, die App baut nach und nach die Spielpläne auf. Da wird es auch keine Offline-Version für geben. Das Spiel wurde mit dieser App im Hinterkopf designt. Wer sagt, eine App ist nicht meins, App am Brettspieltisch ohne mich, der spielt eben auch keinen Descent. Das ist einfach so, aber es gibt da genug Alternativen für. Gloomhaven, Sword and Sorcery, man kann eben auch andere Spiele spielen. Das Spiel hier ist meiner Meinung nach schon sehr einzigartig, aber gerade im Dungeon-Crawl-Bereich gibt es so unfassbar viele Alternativen. Wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen sagt, nee, Descent will ich nicht, finde ich doof, dann spielt einfach was anderes. So, dann It's Me möchte wissen, mich würde vor allem die KI interessieren. Am Ende steht und fällt es damit. Da ist es eben so, die Gegner zum einen, es gibt ja ein überschaubares Set an Miniaturen, es sind insgesamt, glaube ich, 42 oder so, wovon irgendwie 6 Heldencharaktere sind, das andere sind alles Gegner. Und da gibt es jetzt meinetwegen die Golems, aber die Golems an sich sind erstmal unterschiedliche Golems. Mal sind das vielleicht die Steingolems, mal sind es die Wächtergolems, mal sind es die Sumpfgolems. Das heißt, die können dann auch immer unterschiedliche Dinge. Die gibt es dann an verschiedenen Leveln, das sagt dann halt die App. Und die haben in der Regel immer verschiedene Sachen, wenn ich sie angreife, dass sie irgendwelche Reaktionen darauf haben und irgendwas auslösen bei diesem Angriff. Dann haben sie halt verschiedene Dinge, die sie machen können, wenn sie selbst angreifen. Auch
das unterscheidet sich dann. Ich habe zwar die gleiche Golem-Miniatur, aber so ein Wächter-Golem hat andere Reaktionen und Aktionen als vielleicht irgendwie so ein Sumpf-Golem oder irgendwie ein Feuer-Golem. Da unterscheiden die sich schon. Und die App weiß halt nicht, die App spawnt halt die Gegner, aber verfolgt danach nicht, wo die sind. Ne, da wird halt gesagt, okay, ne, der Gegner geht 4 Schritte und macht dann so einen krassen Nahkampfangriff. Wird auch gesagt, wer das Ziel ist. Dann geht er halt zu diesem Ziel, wenn er es erreichen kann. Wenn nicht, geht er zum anderen Ziel, das er erreichen kann. Und wenn er auch den nicht bekommt, geht er einfach zum nächstgelegenen Gegner. Und wenn die Gegner vielleicht in Reichweite sind und der Gegner macht einen Fernkampfangriff, dann geht er auch auf maximale Distanz. Also da ist schon so ein bisschen Dynamik drin. Da könnte man bestimmt noch mehr rausholen. Ne? Vielleicht machen das ja andere Szenarien dann. Aber das ist schon ganz gut gemacht. Eben auch den Schwierigkeitsgrad kann man anpassen. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Das Spiel ist, wenn man es auf dem höchsten Level spielt, schon echt knifflig. Und dann, ja, also dieser Gegner-KI, im Normalfall würdet ihr einfach eine Karte aufdecken, die eben dann euch sagt, ne, ihr habt verschiedene Checkpoints, was ihr machen könnt. Ist der Gegner nah dran, dann geht er weit weg und greift dann an. Oder ist er schon mal weg, dann macht er direkt einen Fernkampf und bewegt sich danach irgendwo eine sichere Position. Das händet hier halt alles die App für ganz viele verschiedene Charaktere. Auch easy peasy, ihr vergesst ja nichts. Die App sagt euch immer alles. Die App sagt euch auch, ne, während ihr angreift, was da für eine Reaktion ist. Und erinnert euch auch teilweise eben, nachdem die Aktion durchgeführt wurde, kommt nochmal so plopp hier. Habt ihr daran gedacht, das und das zu machen? Das ist auch schon sehr gut. Dann, Robert möchte wissen, wie stark behindern die App-Bugs den Spielfluss? Gab es noch mehr Bugs als Mission 12? Die spätere Maps waren recht instabil. Lag es an deinem Setup oder sind die hohen 3D-Maps so instabil? Das basiert auf einem Spielabend, den wir hatten, wo wir eine der letzten Missionen gespielt haben und da war ein Bug drin. Da haben wir einfach eine Tür aufgemacht und dann kam dahinter nichts. Wir konnten nichts anklicken und die Story ging einfach nicht weiter. Ich musste, um die Kampagne zu finishen, diese Mission als verloren werden. Ich musste also meinen Charakter quasi dreimal verwunden, dass ich gescheitert bin und dann konnte ich eben nur weiterspielen. Das ist halt so ein Problem, das habe ich jetzt auch in der Rezension nicht so groß angesprochen, weil das ist halt da. Das sind leider Fehler, die natürlich passieren können und das wird im nächsten Update sicher behoben werden. Aber es ist natürlich ein Problem, dass eine App macht, ne? Das habt dann so Spieleabend, dann ist der Spieleabend erstmal für euch natürlich gelaufen, gerade wenn ihr sagt, nee, ich möchte diese Mission schon gerne spielen und mich hat das sehr geärgert, weil die Mission, die ich nicht spielen konnte, hat mich sehr interessiert, die hatte auch wieder so ein ganz eigenes Flair, so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich nur 3 Fragezeichen, aber so ein bisschen, ne, ist da irgendwo, da passieren komische Dinge, man muss mal rausfinden, was da so läuft, konnten wir da nicht spielen und das hat man natürlich bei einem analogen Brettspiel nicht und wenn man da sagt, oh, das ist mal passiert und da ist ein Bug in der App, lasse ich die Finger von, will ich nicht, ist auch vollkommen okay, mich hat das auch sehr genervt, aber ich habe es einfach weitergeklickt und konnte das Szenario dann nicht spielen. Grundsätzlich ist es aber so, es gibt ab und zu mal, wir hatten das auch mal, dass wir irgendwie eine Mission starten wollten und mal in den Vorbereitungsscreen gegangen sind und dann wieder zurück in die Mission gesprungen sind und dann waren wir irgendwie gleich in der Mission ohne das ganze Vorgeplänkel und unsere Charakter-Icons unten haben gefehlt, die Gegner oben wurden nicht angezeigt und wir konnten nichts machen. Und wir dachten uns, okay, was haben wir jetzt zur Option? Wir können auf Speichern und Beenden klicken, dann sind wir wieder in der Mission. Dann haben wir irgendwann rausgefunden, man kann bei den Missionen auf Bearbeiten gehen und dann kann man den letzten Speicherpunkt in der Stadt, also vor dem Abenteuer, wiederherstellen. Und das hat uns eigentlich bisher aus allem rausgeholt. Nur diese eine Mission, die ich nicht spielen konnte, die war halt verbuggt. Da muss ich einfach auf ein Update in der App warten. Dann könnte ich dem halt nochmal spielen, ausprobieren. Aber das passiert halt. Und der zweite Teil der Frage basiert halt darauf, dass ne, manche Aufbauten, da hat man das Gefühl, die haben manchmal vergessen, irgendwo eine Säule einzutragen, dass es dann schon so ein bisschen wackelig war mit diesen 3D-Umgebungen, aber das hatte ich irgendwie auch gefühlt nur 2-3 Mal und also einmal hatte ich das ganz heftig, da habe ich aber auch gesehen, okay, ich habe das einfach falsch zusammengebaut, weil ich das in der App irgendwie falsch gesehen habe, also oftmals sitzt der Fehler auch vor dem Spiel, alles in allem ist das schon super stabil und macht halt immer, was es soll und da fällt auch irgendwie selten was um und wie gesagt, wenn doch, dann guckt nochmal, wie wirklich alles gut aufgebaut hat. So, und dann hat Grisou, der Spielteufel, geschrieben, hallo Timo, sehr geil, dass es dich abgeholt hat. Mich schreckt das Verhältnis zwischen App-Nutzung und dem, was auf dem Tisch passiert, ab. Ich habe womöglich das unberechtigte Gefühl, dass es eigentlich nicht wirklich ein Brettspiel ist und vielmehr ein digitales. Habe grundsätzlich mit Apps und Spielen ein Problem. Willen des Wahnsinns, App-Fokus zu stark, Sinnhaftigkeit der App ist mir nicht klar, weil deren digitale Varianz zu generisch war. Gerade wenn sie keine auditiven Komponenten vor diesen Texten besitzt, damit nicht alle unentwegt am Gerät hängen. Was macht die Send besser als alle anderen DC? Ist es die App? Ist es nicht zu leicht? Hast du alle Missionen direkt gewonnen? Wie stark ist die Story? Hätte man mit Karten und Ringbüchern die App ersetzen können. Wie schon gesagt, hätte man machen können, aber hätte meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert. Und diese unfassbare Eleganz und dieser krasse Spielfluss, der einfach immer
da ist. Man beschäftigt sich bei diesem Spiel nie mit dem Wie und wo sind die ganzen Sachen, sondern nur, ich will das und das machen, ich mach das jetzt. Und dann macht man das auch einfach und braucht sich da nicht um tausend Mechaniken, irgendwelche Zustände und so Gedanken machen. Man muss teilweise eben auch selbst noch Sachen auf eigenen Karten beachten. Das passiert eben auch da, dass man es vergisst und übersieht und denkt, ah, hier, die Rüstung hätte ich noch gehabt, wenn man die ganzen anderen Aspekte, die das Spiel auch noch hat, eben auch analog machen würde. Das würde nicht funktionieren und auch die Story würde diese ganzen kleinen Elemente, die immer zwischendurch passieren, die eben auch immer speziell auf die Charaktere, die man dabei hat, zugeschnitten sind. Das hätte man bestimmt machen können, aber wollten sie ja nicht. Und wenn man sowas möchte, dann spielt man halt ein Tainted Grail oder irgendwas anderes. Da muss man einfach nicht versuchen, aus Descent irgendwas zu machen, was es nie ist. Das ist ein Spiel, das diese App im Hintergrund hat und darum entwickelt wurde. Oder beziehungsweise, ich habe da ja auch schon gesagt, dass ich da den Eindruck hatte, dass sie ja nicht versucht haben, irgendwie hier haben wir ein digitales Spiel, was müssen wir rausnehmen, damit wir noch ein Brettspiel haben und das als Brettspiel verkaufen können. Sondern dass es eher hieß, okay, wir haben hier dieses Brettspiel mit den und den Möglichkeiten, wir wollen das mit dem Spiel machen, das können wir nicht so gut auf analoge Art und Weise machen. Was müssen wir quasi rausnehmen, damit es den Spielern halt ein gutes Erlebnis bietet und das Spiel eben an sich erleichtert. Also so das und das nehmen wir raus, aber alles andere, was möglich ist, lassen wir auf jeden Fall drin. Und das, wie gesagt, dieser taktische Aspekt auf dem Board, den man ja an so einem Dungeon Crawler eben mag, dass man seinen Charakter hat mit den verschiedenen Eigenschaften, mit den verschiedenen Waffen, mit den Gegnern, die da stehen, mit den 3D-Umgebungen, mit denen man irgendwie interagieren kann und muss und mit diesen Achievements, die man noch nebenbei erreichen muss. Das ist auf jeden Fall voll da, aber wie auch schon gesagt, der Story-Aspekt bei diesem Spiel ist groß, darum haben wir immer wieder diese Zwischensequenzen, wo wir natürlich in der App, also auf dem Fernseher, wo auch immer man das liest, dann eben halt die Sachen vorliest und da wird eben, ich habe ja auch schon gesagt, man hätte auch mal 5000 Euro in die Hand nehmen können und wie teuer so eine Vertonung ist, das Spiel ist teuer genug, das wird es auf jeden Fall wieder einspielen und ins Tonstudio gehen können und da eine Vertonung reinmachen können. Würde ich mich überhaupt nicht beschweren, wenn es das hätte, aber wie gesagt, gerade wenn man es eben dann auch mit 2, 3, 4 Leuten spielt, das Ganze selber vorlesen, das Ganze so ein bisschen dem rollenspielmäßig mit Leben zu erfüllen, das macht schon echt Spaß, wenn die Leute da eben nicht so einen vorgefertigten Charakter haben, also die haben natürlich im Rahmen der Story, aber so von der Persönlichkeit her, wie man die eben auch artikuliert und spricht und so, das selber zu machen, hat mir persönlich viel Spaß gemacht. Das ist sicher nicht für jeden was und natürlich sagt man, für den Preis wäre Vollvertonung auf jeden Fall auch gut. Es gibt immer mal wieder vertonte Sequenzen, aber ein Großteil des Spiels besteht eben in Vorlesen. Aber das ist eben auch wirklich Geschmackssache. Also mich hätte, glaube ich, auch diese Menge an Text vorgelesen fast schon genervt. Aber ich auch vielleicht ist es auch ein Luxus, dass man sagt, okay, wir müssen nicht alles vorlesen, sondern komm, wir setzen uns hin, nehmen das einfach wahr. Aber dann rieselt einem auch vielleicht einfach vieles durch. Und wenn man sich selbst damit beschäftigt, dann ist man eben auch mehr drin in der Story. Aber wie gesagt, ich kann verstehen, wenn da Leute sagen, eine richtig geile Vertonung wäre für den Preis schon cool. Wie stark ist die Story? Habe ich schon was zu gesagt? Ist es nicht zu leicht? Hast du alle Missionen gewonnen? Wie gesagt, Schwierigkeitsgrad kommen wir gleich auch noch zu, glaube ich. Kann man eben immer anpassen. Ich habe nicht alle Missionen gewonnen. Ich habe locker die Hälfte verloren. Aber da ist es auch so ein bisschen wie Arkham Horror. Es geht einfach immer weiter. Ihr werdet nie eine Mission nochmal spielen müssen. Never. Sondern es geht immer weiter. Die Story geht immer voran. Das hat halt auf spätere Missionen durchaus mal Auswirkungen, wie ihr so in der einen Mission abgeschlossen habt. Wenn ihr da irgendwie irgendwelche Wächter retten solltet und habt das nicht geschafft, dann wird halt eine spätere Mission schwerer. Habt ihr es geschafft, dann kriegt ihr da vielleicht irgendeine Unterstützung, die euch das Leben ein bisschen leichter macht. Was macht Descent besser als alle anderen Dungeon Crawler? Ist es die App? Wie gesagt, für mich ist es der beste Dungeon Crawler, den ich gespielt habe, aber es ist auch seit Jahren der erste und einzige, den ich eben durchgespielt habe. Daher will ich jetzt auch nicht sagen, dass er besser ist als alle anderen. Gloomhaven hat sicherlich die deutlich interessanteren Züge mit diesem Handkartenmanagement, das ich habe. Dafür halt die Mission und die Story. Ich kriege jetzt keinen Hahn nach. Und andere Spiele haben sicher noch krassere Heldenentwicklungen und so. Jedes Spiel hat ja so seinen eigenen Fokus. Und da kann ich halt jetzt, wie gesagt, schlecht Vergleiche ziehen, weil ich die anderen halt nicht so intensiv gespielt habe. Aber das Ding hier ist halt schon wirklich echt gut, weil einfach alles passt. Starke Story, gutes Missionsdesign, interessantes Levelsystem bei den Helden und dann eben auch interessante Kämpfe durch diese ganzen Möglichkeiten, die man im Spielverlauf bei den Helden hat und wo halt immer mehr dazukommt. Und wie gesagt, Verhältnis zwischen App-Nutzung und dem, was auf dem Spiel passiert, ist anders, finde ich, als bei Willen des Wahnsinns, wo man das Gefühl noch eher haben kann, wo ich bei Willen des Wahnsinns auch immer sagen würde, einer liest den anderen vielleicht einfach die Texte vor, dann konzentrieren die sich mehr aufs Spielfeld und nur der eine, der vielleicht auch nicht so das Problem mit der App hat, der liest dann eben die ganzen Texte vor und interagiert damit allem. Hier ist es absolut wichtig, dass alle aufs Tablet gucken können, auch immer bei den Gegnern gucken können, was können die jetzt, welche Zustände haben die drauf, was macht meine Waffe nochmal genau, welche Procs habe ich da. Das ist auf jeden Fall da. Man ist
in der App, gerade wenn man irgendwie so mal 8 Gegner auf dem Feld hat, dann muss man halt auch die in der Finsternisphase, wenn die dran sind, die halt auch alle abhandeln. Aber ob ich da jetzt eben halt irgendwie Karten habe, die ich abhandle, oder ich mache das mit einer App, die deutlich dynamischer reagiert, oder wenn ich jetzt hier immer dieses Buch holen muss, wo ich vorlese, oder die App spuckt mir einfach genau die passenden Sachen aus, dann habe ich das lieber so kompakt alles. Und wie gesagt, wenn nicht, dann spielt ein anderes Spiel. Felix sagt, ein Vergleich zu anderen App-Spielen wäre toll. Ich habe Reise durch Mittelerde wegen der App abgegeben, war mir einfach zu wenig Brettspiel. Die habe ich im Prinzip auch gerade schon so gut beantwortet, wie ich das kann. Ich habe bei Reise durch Mittelerde auch nur einen Bruchteil der Missionen gespielt. Ich glaube, bis 4-5 sind wir gekommen. Und dann kam das auch nicht mehr auf den Tisch. Hat mich jetzt auch nicht so gehuckt wie die anderen. Aber alles, was ich bisher auch so auf Boardgame Geek in den Kommentaren gelesen habe, da haben auch eigentlich alle geschrieben, auch gerade Leute, die anderen Spiele auch gespielt haben, also sowohl eben Descent, Willen des Wahnsinns und auch Mittelerde, dass das hier auf jeden Fall mit Abstand die beste App wäre und diese App-Nutzung im Brettspiel nochmal auf ein neues Level hebt. Da kann ich jetzt so nicht viel zu sagen. Ich habe gesagt, Mittelerde habe ich auch so ein bisschen gespielt. Allein, dass hier eben natürlich auch nicht dieses Herr-der-Ringe-Franchise bedient werden muss und dass diese Story so gut ins Spiel integriert ist. Das hebt es, glaube ich, auch nochmal von den anderen Spielen so ein bisschen ab. Aber wie gesagt, da müsste ich jetzt halt nochmal mehr Herr der Ringe spielen. Willen des Wahnsinns ist ja ein ganz anderes Spiel vom Ansatz her. Das lässt sich für mich Stand jetzt ehrlicherweise schwer beurteilen. Da müsst ihr mal gucken, ob da andere Kanäle vielleicht mal so ein Vergleichsvideo zu machen. Wird es bestimmt mal geben. Zumindest auf Englisch. So, Michael Servus sagt, Moinsen, 2 Fragen hätte ich. Wie schlimm ist es mit der App? Habe ich eigentlich jetzt auch schon gesagt. Wie gesagt, man ist da schon drin, aber ich fand das nie als störend. Aber das ist absolut persönlicher Gusto. Und wie unterschiedlich unterscheidet es sich von anderen Kampagnen, App-Spielen, wie welchen ist es ähnlich? Destiny's Willen des Wahnsinns, Drunagor, da reden gerade alle von. Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gespielt. Und ja, das habe ich, glaube ich, gerade schon alles relativ ausführlich beantwortet, auch dass ich es gar nicht so ausführlich beantworten kann. Wie gesagt, Destiny's habe ich auch komplett durchgespielt. Da ist es auch schon echt ähnlich. Weil mit der Vergleich zu Destiny ist auf jeden Fall auch, da gewinnt das Spiel hier auch, weil A, es hat einen Zurück-Button, den meiner Meinung nach alle anderen App-Spiele derart nicht haben. Den sollten sie dringend einführen. Und auch bei Destiny war es bei uns immer so, wir sind halt rumgelaufen und haben irgendwas gemacht. Und dann war die Frage, wo war das jetzt nochmal? Hier gibt es halt einen Log. File, das kann man einfach anklicken und dann kann man jede Runde alles angucken, was da passiert ist, was in Texten vorgestellt wurde. Man kann also alles komplett nachlesen. Gerade in Rätselmissionen sehr wichtig, also da gewinnt die App hier auf jeden Fall auch. Die hat viele gute Ideen drin. So, die Nische hat gefragt, da hat das noch nicht gespielt. Ist noch genug Brettspiel drin, wenn man als Mitspieler nur alles vorgelesen bekommt? In Let's Plays sah es schon sehr passiv aus. Und wie steht es um die taktischen Möglichkeiten im Spiel? Wie groß ist der Unterschied zu Destiny 2 samt App und Mittelerde? Die Nische hat sich das mittlerweile geholt, nachdem er es bei mir gesehen hat und auch meinte so, ja, sieht irgendwie noch nicht so spannend aus. Aber es hat ihn doch irgendwie interessiert und er hat es gespielt und ist auch mega begeistert von, zumindest Stand des letzten Videos, was ich gesehen habe. Und das auch gerade mit diesem, wie gesagt, es wird viel Text vorgelesen, wenn das nur einer vorliest, sollten beide auf jeden Fall da drauf gucken, ihre Charaktere vorlesen. Und klar, am Anfang passiert noch nicht so viel, da hat man auch taktisch noch nicht so wirklich viele Möglichkeiten, weil die Charaktere eben halt wirklich noch nicht viele Möglichkeiten haben. Ich habe ja für das Video vorhin nochmal das erste Szenario gespielt und dachte, was, die haben nicht mal eine Fertigkeitskarte am Anfang, die haben nur ihren Charaktersheet und die Waffe. Puh, das ist schon echt wenig, da will man auf jeden Fall schnell mehr haben und es dauert auch gefühlt so bis Mission 5, bevor man da nochmal eine neue Karte bekommt und halt noch mehr Möglichkeiten hat. Aber wie gesagt, das kann man durch die Errungenschaften, das habe ich auch im Video vorgestellt, eben auch selbst ein bisschen steuern und das sollte man auf jeden Fall in den Fokus stellen. Und ansonsten hat die Nische seine Fragen, glaube ich, alle auch schon selbst in seinem Video beantwortet. Guckt da auch mal rein, der macht das natürlich fachlich auch sehr gut und kann noch viel besser Vergleiche zu anderen Dungeon Crawlern ziehen, als ich das tue, weil ich glaube, er spielt nichts anderes. Und ist da natürlich absoluter Fachmann, während ich ja sehr breit aufgestellt bin in meinem Spielegeschmack. Robert möchte auch noch wissen, würdest du es empfehlen, wenn man kein Tablet, sondern nur ein Smartphone hat? Stört die vorgeschriebene Heldenauswahl bei Quest im Multiplayer? Wie ist die Haltbarkeit der Komponenten? Nach dem vollen Durchspielen kann man das Spiel noch verkaufen oder sind die Komponenten durch? Also, wenn man kein Tablet hat, dann auf dem Laptop, auf dem Rechner, auf gar keinen Fall auf dem Handy. Das geht bestimmt. Aber, boah, das würde ich nicht machen. Oder auch dann das Handy immer weitergeben zum Vorlesen. Aber eigentlich ist es halt im Spielverlauf auch wichtig, dass alle sehen, was da passiert auf dem Monitor, auf dem Tablet. Das würde ich nicht nur mit dem Handy spielen. Das kann man sicher machen. Das wird auch funktionieren. Auch vielleicht gerade in einer Zweierrunde oder Solo. Solo geht das natürlich. Aber mach das mal lieber nicht. Die vorgeschriebene Heldenauswahl bei den Quests im Multiplayer stört, ja,
so ein bisschen, wenn ihr es zu viel spielt und jeder seinen Helden spielen möchte, dann kann das durchaus stören, wenn halt ne, ein Held, der nicht in der aktuellen Stammgruppe ist, dabei sein muss. Aber wenn man jetzt das zum Beispiel zu dritt oder zu zweit spielt, zu zweit kann man auch einfach vier Charaktere spielen. Jeder hat so einen Charakter, den er quasi als Stammcharakter hat. Und man nimmt immer den für die jeweilige Mission mit und noch irgendeinen anderen, den man gerade irgendwie ausrüsten möchte. Dementsprechend geht das auch zu dritt gut. Jeder hat seinen Stammcharakter und man nimmt dann halt noch den vierten mit, wenn er mit muss. Zu viert muss man ein bisschen wechseln. Wir haben das zu zweit auch so gespielt, dass wir immer nur jeder einen Charakter gespielt haben. Wir haben dann halt auch mal den genommen, der gerade halt vorgeschrieben war, plus einen, auf den wir neugierig waren. Es gab da jetzt in meiner Kampagne nicht so eine große Fixierung auf einen Helden, wobei wir schon Varix am Ende am meisten gespielt haben, weil der halt auch echt krassen Schaden rausgehauen hat, 60 Stück oder so. Ich sag, das ist in die Spielstruktur, in das Missionsdesign, in die Geschichte eingebettet. Das muss so sein. Wenn ihr spielt, werdet ihr auch verstehen, warum das so ist. Und ja, gerade hinten raus, wenn ihr dann vielleicht irgendwie Charaktere habt, die krass hochgepowert sind und einer ist noch nicht ganz so weit, weil ihr den halt selten gespielt habt, wenig Errungenschaften von dem erfüllt habt, dann müsst ihr das halt auch in euer Spiel quasi einplanen, dass der eine halt vielleicht ein bisschen schwächer ist und das irgendwie ausgleichen. Erfordert dann durchaus ein bisschen Skill. Ich fand das nie wirklich störend, weil man hat eben auch dann gemerkt, okay, die Story basiert auf diesen sechs Charakteren und man möchte eben auch alle so ein bisschen kennenlernen und mit den Spielen auch wissen, was ist so seine Hintergrundstory und was macht die Zwergenfrau nochmal. Ach ja, die hatte irgendwie so ein bisschen Beef mit ihren Leuten und musste sich dafür irgendwas entscheiden. Das werdet ihr alles selbst in der Story sehen. Also ich empfand das nicht als wirklich störend. Ich habe auf Boardgame von Leuten gelesen, die das super störend fanden. Wie gesagt, ist persönlicher Geschmack, aber also wenn ihr nicht zu viert spielt, gibt es da auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu umschiffen. So, Steffen T. Moin Ben, mich würde interessieren, wie dessen bei dir vielleicht zu anderen Dungeon Crawlern abschneidet. Habe ich ja auch quasi schon was zu gesagt. Also ich kann einfach nur sagen, er holt mich am meisten ab. Ich habe halt, ich meine, Aftermath ist mehr ein Abenteuerspiel. Habe ich 4-5 Missionen gespielt, eingepackt. Gloomhaven, 5 Missionen gespielt, mega gut gefunden, wollte ich weiterspielen, kam doch nicht wieder auf den Tisch. Andere Spiele dieser Art auch, ausprobiert. Also KDM ist das Einzige, was mithalten kann für mich. Ist halt aber jetzt auch nicht wirklich ein Crawler, sondern mehr so ein Boss, eine ganz eigene Liga von Spiel. Zombicide ist halt so ein One-Shot-Crawler, auch eine ganz andere Geschichte. So in diesem kampagnenbasierten Ding ist das hier für mich halt wirklich schon mit ein herausragendes Spiel. Ich habe mich noch nicht zu einem Kampagnenspiel hinreißen lassen können, weil ich in meinem Durchhaltevermögen zweifle, also Respekt für dem Tempo, das du in den Tag gelegt hast. Ja, ich habe halt auch Diablo auf dem Computer nie, also ich glaube Diablo 3 mal irgendwie 2 Stunden lang oder so, aber ich habe es nie wirklich gespielt. Aber so dieses, ne, ich will noch ein paar Gegner besiegen und irgendwie noch Loot haben und mich verbessern und gucken, wie sich das denn auswirken, die neuen Fähigkeiten irgendwie gleich anwenden können und gucken, was die nächste Mission mir bringt, das hat das halt voll bei mir getriggert. Langsam wird es bei mir auch Zeit, ein Vertreter des Genres in die Sammlung aufzunehmen. Ist Descent ein guter Einstieg oder doch lieber Pranken des Löwen? Da lautet die Antwort ganz ehrlich, dann doch lieber Pranken des Löwen. Da hast du für 50 Euro fast mehr Content drin. Aber wenn du jetzt sagst, okay, für ein gutes Spiel bin ich auch bereit, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Das hier ist schon eine coole Erfahrung. Aber Pranken des Löwen wird einen vermutlich deutlich schneller abholen. Ich habe gesagt, aus dem, was ich so auch bisher gesehen habe und auch gelesen habe im Internet in Bezug auf das Spiel, hat es halt bei einigen Leuten gebraucht. Viele Leute, die eben auch in den Stream gekommen sind und gesagt haben, hey, wir spielen das selber gerade, waren auch alle begeistert davon, meinen auch, das wird von Tag zu Tag besser, Mission zu Mission gefällt einem mehr. Aber, wie gesagt, viele Kommentare am Anfang waren noch recht verhalten. Da muss man eben wirklich ein bisschen rein investieren. Es kann sein, dass man nach 3-4 Missionen sagt, hol mich nicht ab, spiel nicht weiter. Da war ich auch kurz davor, aber dann bin ich doch noch wieder reingekommen, bin super froh, weil dann habe ich es halt auch durchgezogen und war dann schon fast ein bisschen traurig, dass es vorbei war. Look at the Bacon fragt, falls du es magst, wieso es deiner Meinung nach so viele andere nicht mögen? Liebe Grüße. Wie gesagt, App, Vorbehalte, Preis, teuer. Man würde sagen, naja, wenn man sich das alles anguckt, was da drin ist. Ich meine, so vom allgemeinen Umfang her ist ja Willen des Wahnsinns ähnlich. Hier sind die Miniaturen viel, 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 viel hochwertiger. Das sind die krassesten Miniaturen, die ich jemals in einem Fantasy-Flight-Spiel gesehen habe. Auch Willen des Wahnsinns hatte eine App. Hier macht die App noch viel mehr und da steckt einfach noch deutlich mehr Programmieraufwand drin. Auch das Ganze so zu konzipieren, das so zu testen, dass es so funktioniert, das ist also schon eben viel aufwendiger. Die 3D-Materialien kann man jetzt sagen, ja, ne, die machen das Spiel natürlich teuer, aber wenn wir uns angucken, was es ist, das sind ehrlicherweise auch nur ganz normale Stanzbögen, die man aufstanzt. Ne, dann sind da manchmal so Stellen drin, wo man die Sachen einfach zusammenschieben kann. Da ist vielleicht auch ein bisschen was in die Entwicklung geflossen, aber auch da wieder, wenn man jetzt den reinen Materialwert sieht, was man bei Spielen nie tun sollte, dann sind, weiß nicht, bei Willen des Wahnsinns vielleicht 9 Stanzbögen drin und hier 12 Stanzbögen.
damit kann man den Preis jetzt auch noch nicht rechtfertigen, auch wenn man sagt, ne, so die App, ja klar, aber wenn man dann guckt, Bild des Wahnsinns 90 Euro, das hier irgendwie 170 Euro, also knapp 80 Euro nur für eine App und so ein bisschen mehr 3D-Pappmarker, ja, das ist so, glaube ich, ein Konstrukt aus allem. Ich habe Asmodee auch da angeschrieben, ob sie vielleicht irgendwie nochmal ein Statement zum Preis haben, weil da wird natürlich viel drüber geredet werden und da irgendwie was Offizielles zu, wäre natürlich ganz spannend. Da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, oder was man sich vielleicht auch überlegen kann, dass Fantasy Flight oder andere Spielefirmen da eben auch sitzen und sehen, okay, die Leute geben Tausende, Hunderte, Millionen von Euros auf Kickstarter, also eine Summe Millionen von Euros auf Kickstarter aus, für Spiele, die nach viel Klimbim aussehen, die sie nicht vorher ausprobieren konnten, die nicht wirklich halt getestet sind von unabhängigen Testern, sondern wo es halt irgendwie nur Werbevideos für gibt und das halt so ein Versprechen ist, dass es irgendwann kommt. Man muss noch irgendwie ein, zwei Jahre länger drauf warten. Und wir haben hier jetzt halt auch ein Produkt, das gut ist, das inhaltlich auf jeden Fall mit diesen Spielen mithalten kann, das eben durch diese App auch noch viel mehr bietet, weil das kann natürlich nur eine Firma wie Fantasy Flight programmieren, das kann jetzt der normale Hobby-Spiele-Designer, der vielleicht einen coolen Dungeon-Crawler machen kann, aber der kann nicht so eine App designen und dann, ne, die Kickstarter-Leute können da halt irgendwie 150, 200 Euro für nehmen und die Leute zahlen das, ohne wirklich was über das Spiel zu wissen, außer dass sie so eine Werbung quasi bekommen. Und hier hat man halt die Möglichkeit, sich das Spiel vorher anzugucken, unabhängige Rezensionen zu sehen, sich Let's Plays dazu anzugucken und dann eben zu entscheiden, möchte ich jetzt das Geld ausgeben für ein Produkt, das es schon auf dem Markt gibt. Da wird jetzt vielleicht auch so ein bisschen ausgetestet, funktioniert das, machen die Leute mit, aber dafür muss eben das Produkt dann auch vollkommen überzeugen, sagen, mich hat es überzeugt, ich gebe dem absolut eine Empfehlung, aber da wird es eben nach und nach auch mehr Meinungen geben, aber wie gesagt, mein Tipp, wenn ihr da irgendwie Rezensionen und Meinungen zu seht, wenn das halt irgendjemand ist, der sagt, ja, ich habe nur 5 Missionen gespielt, ich meine, klar, ne, sage ich auch immer, ein Spiel muss mich so abholen, dass ich es weiterspielen möchte, wenn nicht, hat das ja auch seine Gründe, aber das ist wirklich ein Spiel, das einen immer mehr abholt, je mehr man spielt. So, dann noch ein paar Fragen zur Spielerzahl. Dirk Becker, ist es auch zu viert spielbar? Mir ist klar, dass es geht, aber macht es auch Spaß? Tom Bessel zum Beispiel sagt, dass er es nur alleine spielen würde. Und dann, wie Story-Textlastig ist es? Lebt es nur von seiner Story oder ist es auch mechanisch gut? Gesagt, die Tom Wessel-Rezension, ja, man kann das Solo spielen. Ich habe viel Solo gespielt. Ich hätte am liebsten alle Missionen zu zweit gespielt, weil dann natürlich jeder Spieler so seinen Charakter managen kann. Oder ideal ist, optimal ist, glaube ich, tatsächlich das zu zweit zu spielen. Oder ja, 3-4 geht natürlich auch, ne? Aber dann eben wirklich, dass bei zwei Spielern, die ja zwei Charaktere spielt, dass man auch wirklich diese ganzen Synergien hat, das ist schon echt nicht schlecht. 3 und 4 Leute auch überhaupt kein Problem. Wie gesagt, bei 4 Spielern sollte nicht jeder so sehr an seinem Charakter hängen, sondern man sollte auch irgendwie mal durchtauschen und immer wieder neu verteilen, weil es halt eben Pflichtcharaktere gibt. 3 eigentlich auch eine super Spielerzahl. Jeder so seinen Charakter, plus noch eben einen Charakter dabei haben, den man für die Mission braucht. Das ist auch tatsächlich immer nur einer. Und es geht auch natürlich manches dann um diese Craft-Phase, wo ja auch so bei vielen immer der erste Eindruck ist, so ja, ne, diese Stadtphase, wo wir halt so Gegenstände herstellen und Sachen craften und so. Ah, das macht halt irgendwie einer, die anderen gucken nur zu und haben nichts zu tun. Auch sehe ich nicht so tatsächlich. Am Anfang schon, in der ersten Mission vielleicht, aber das ist gar nicht so viel, was man macht, weil man hat noch gar nicht viele Optionen. Und später hinten raus, ne, deswegen auch wichtig, dass alle auf das Tablet gucken können, besprechen das alle gemeinsam. Macht das Sinn? Brauchen wir das? Wollen wir das herstellen? Wollen wir diesen Gegenstand haben? Und dann geht es eben auch halt in die Ausrüstung der Charaktere, beziehungsweise die Frage, welche Charaktere nehmen wir mit? Welche Waffen geben wir denen? Welche Rezepte legen wir auf die Waffen? Ne, du hast ja so diese Grundwaffe, die hat irgendwas kann. Und dann kann man bei jeder Waffe noch 2 verschiedene Optionen auswählen, was die auslösen können mit einer bestimmten Prozentchance, wo auch der große Reiz des Spiels drin liegt, da tolle Kombinationen zu bauen. Und wenn ihr euch meine Streams angeguckt habt, der Aufbau an sich ging ja immer relativ schnell. Zack, war alles auf dem Tisch und man hat die App angemacht und konnte losspielen. Aber bevor ich die eigentliche Mission gestartet habe, war ich immer so 20, 25, 30 Minuten noch in dieser Stadtphase, wo ich halt mal geguckt habe, was kann ich craften? Wen nehme ich mit, welche Errungenschaften hat der, welche Fertigkeiten gebe ich denen, welche Schmuckstücke nehmen wir mit, welche Ausrüstung, welche Eigenschaftskarten nehmen wir mit, was haben wir nochmal für Ziele, okay, nehmen wir vielleicht doch andere Waffen mit, was können unsere Leute, okay, der hat doch die Fähigkeit, dann ändern wir auf der Waffe diese eine Fähigkeit. Das macht man, das macht Spaß. Das ist gut, das ist interessant und gerade hinten raus, wenn man viel mehr Möglichkeiten hat, dann ist das was, was einen total triggert und wo man auch versucht, das Optimum rauszuholen. Also das wird Computerspieler auf jeden Fall abholen. Und das macht man dann eben auch zu viert, diskutiert natürlich ein bisschen und da ist es, glaube ich, selten so, dass einer, also vielleicht interessiert es einen wirklich gar nicht so, der ist dann da und sagt, langweilig, aber meiner Meinung nach funktioniert es auch mit mehr Leuten. Also wir haben es auch zu dritt mit einem komplett neuen Spieler gemacht. Der hat da natürlich am Anfang noch nicht so alles durchdrungen, worum das jetzt so geht,
Aber ich habe das dann ja auch zum Beispiel einmal mit Flo gespielt. Und natürlich mit Flo habe ich auch gesagt, hier, du kannst das und das machen, das ist die und die Option. Hat er jetzt einfach mitgemacht und schon gesagt, okay, du wirst recht haben, du hast es ja schon gespielt. Nachdem er eine Mission gespielt hat und wusste, welche Auswirkungen die ganzen Sachen haben, die Zustände, irgendwelche Procs und irgendwelche Waffen, dann war er in der Phase auch schon deutlich mehr drin und konnte auch viel mehr sich selbst einbringen. So, zum zweiten Punkt habe ich auch schon am Anfang des Videos sehr viel gesagt. Das Video wird auch nicht viel kürzer als das andere, glaube ich. Kann die Spielerzahl zwischen den Szenarien verändert werden? Also Mission 1 zu dritt und Mission 2 dann nur zu zweit? Ja. Man kann in jeder Mission halt so viele Charaktere mitnehmen, wie man möchte. Ich kann sagen, also man muss immer zwei mindestens mitnehmen. Ich kann aber, wenn ich Solo spiele, kann ich vier Charaktere mitnehmen. Ich kann in der nächsten Mission drei Charaktere mitnehmen. Dann kann ich in der nächsten Mission zwei Charaktere mitnehmen. Ich kann, wenn ich zu viert spiele, vier Charaktere mitnehmen. Ich kann zu viert spielen, aber nur zwei Charaktere mitnehmen, dass sich halt beide auf einen Charakter konzentrieren. Man muss die Kampagne nicht mit einer bestimmten Spielerzahl anfangen, mit der gleichen Spielerzahl beenden. Es müssen nicht mal die gleichen Spieler sein. Man kann die Spieler zwischen den Missionen immer rein und raus switchen, das ist halt nicht irgendwie so Legacy-Ding, wo man voll dabei sein muss. Natürlich, ne, die Story ist schon gut und die entwickelt sich und da macht ist es natürlich sinnvoll, wenn die alle von Anfang an mitbekommen oder einer, die zumindest gut nacherzählen kann, aber das rein raus switchen von Spielern ist gar kein Problem. Das war von André Lesny. Super Grombi fragt, was sagst du zum Wiederspielwert? Kann man das auch mit nur einem oder zwei Charakteren spielen und müssen es immer die kompletten vier sein? Letzteres habe ich gerade beantwortet. Ersteres, ich würde mich am liebsten, wenn ich Zeit hätte, morgen hinsetzen, diese Kampagne nochmal von vorne anfangen. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich halt die erste Kampagne gespielt habe, am Anfang noch so ein bisschen dachte, naja, ich spiele das Spiel gibt mir schon alles, sagt mir alles, was ich machen muss. Aber man lernt dann halt auch während des Spiels, okay, ne, hier diese Errungenschaften von den Leuten, ne, interagiere irgendwie mit zwei Schatztruhen, plündere fünf Bücherregale, greif dreimal mit der gleichen Waffe zwei verschiedene Gegner in einer Runde an. Das sind halt wichtige Sachen, die auch im Spiel Fortschritt bringen und da muss man drauf achten, die muss man triggern, das darf man nicht außen vor lassen. Das sind halt so Dinge, die ich auf jeden Fall besser machen würde und ich habe jetzt natürlich auch schon ein bisschen mehr über das Spiel an sich gelernt, weiß, wie ich taktisch besser vorgehen kann, weiß dann eben auch, wie ich bestimmte Missionen, oder habe die Hoffnung zumindest, bestimmte Missionen besser hinzubekommen, die dann eben auch zu schaffen, was ja auch Konsequenzen für später hat. Ich habe mich jetzt eben auf einen Charakter, auf diesen Varix konzentriert und das war auch gut, aber ich bin der Meinung, jeder dieser Charaktere, den kann man sich ja nehmen, rauspicken, sagen, den spiele ich jetzt hoch oder den wollen wir in dieser Kampagne irgendwie hochziehen und irgendwie alle Möglichkeiten gucken, die der so hat, irgendwie alle Möglichkeiten rausfinden, die der so hat und ich glaube, in jedem Charakter steckt super viel drin. Manche haben manchmal einen riesen krassen Damage-Output, aber machen dann wieder total wenig. Bei anderen ist es nie so super viel, aber dafür konstant immer schon eine relativ hohe Menge und Sachen, die man am Anfang vollkommen unterschätzt. Irgendwie Zustände irgendwo drauflegen, dass man Karten wieder umdrehen kann oder die Fähigkeit, einen Gegner zu bewegen. So eine Waffe hätte ich am Anfang nie mitgenommen. Hauptsache viel Bumm, viel Schaden, aber Gegner bewegen zu können, weg von einem zu einem hinbewegen. Das ist halt absolut wichtig. Also die Story an sich wird ungefähr die gleiche bleiben, die wird sich immer ähnlich entwickeln, da gibt es nicht so tausend verschiedene Variationen, wie das so ausgehen kann, wie man die einzelnen Missionen macht, das hat dann Auswirkungen auf später, aber allein vom mechanischen, vom spielerischen Aspekt her, hätte ich Bock, das halt nochmal anzufangen und zu gucken, wie sich das dann so entwickelt und ob ich dann vielleicht auch den Endkampf total rocke, weil ich absolut perfekt vorbereitet bin, weil ich ganz viele Level 2 Trinkets, Waffen, Verbrauchsgegenstände habe. Da, also wäre schon geil. Gozi Gaming fragt, hey, wie ist die Solo-Spielbarkeit? Sehr, sehr gut. Ich habe die Hälfte Solo gespielt, war gar kein Problem. Ich würde da aber sagen, das Spiel hat ja verschiedene Schwierigkeitsgrade von Reise, Normal, Heroisch und Krieg. Und da haben ja auch schon Kollegen gesagt, sie würden das nur auf Krieg spielen, weil sie brauchen diesen Trigger, diesen Druck, den sie da haben, auch diesen Zwang optimal zu spielen, sonst wird es keinen Spaß machen. Ist persönlicher Geschmack tatsächlich. Ich habe das eine Stufe drunter, also auf normal ist einfach das Spiel ganz normal. Die Gegner haben ihre ganz normalen Lebenspunkte, machen ihren ganz normalen Stuff. Auf heroisch bekommen die Gegner alle 6 Runden, machen die einen Schaden mehr auf euch. Was dazu führen kann, dass die euch hinten raus one-hitten, weil der einfach so viel Schaden bekommt, den könnt ihr nicht mal mehr verteidigen. Und das ist egal, ob die Gegner auch schon auf dem Feld sind oder nicht. Also selbst wenn ihr irgendwie 3 Stunden spielt eine Mission und habt irgendwie 40 Runden gespielt und dann spawnen irgendwie die letzten beiden Gegner, dann sind die halt auch schon krass geboostet, weil ne, halt 6-mal dieser Trigger kam, dass die mehr Schaden bekommen. Und wenn man das auf Krieg spielt, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, dann kriegen die alle 4 Runden mehr Schaden und die Gegner haben auch immer Schilde. Die können halt zwischen bei 3 Schilden 0 und 3 Schaden verteidigen. Und auf dem Kriegsmodus, auf dem schwersten, können die das Doppelte verteidigen. Also zwischen 0 und 6. Also auch die Variation, Bandbreite, ob ihr Schaden macht oder nicht, ist da schon deutlich höher. Und ihr könnt das eben auch auf Reise spielen. Dann haben die Gegner haben keine Taktiken, die sie machen. Und sie haben auch weniger Leben.
Manche Missionen, gerade wenn konstant Gegner spawnen, können trotzdem noch schwierig sein. Ihr könnt auch auf Reise durchaus Missionen verlieren, auch als erfahrene Spieler. Wenn ihr richtige Cracks seid, vielleicht eher nicht. Aber ich würde es solo auf jeden Fall, glaube ich, auch einen Schwierigkeitsgrad runterspielen. Also für mich persönlich mit mehr Spielern ist der Schwierigkeitsgrad heroisch schon sehr angenehm. Würde ich dann anfangen, alle Missionen zu gewinnen, würde ich es wahrscheinlich auch steigern. Wenn ich halt alleine spiele und auch wenn ich vielleicht ein oder zwei Missionen spiele oder wenn es noch schon ein bisschen später am Abend ist, dann würde ich auch den Schwierigkeitsgrad nochmal senken, einfach damit ich persönlich ein angenehmes Spielgefühl habe. Aber das ist halt das Schöne, diesen Schwierigkeitsgrad könnt ihr immer absolut individuell an eure Spielegruppe, an euren Geschmack einstellen, wenn ihr halt so die totalen Hardcore-Gamer seid und ihr sagt, hier im Dungeon-Crawler-Bereich habe ich schon alles gesehen und will die Herausforderung, dann spielt ihr auf jeden Fall Krieg. Wenn ihr aber irgendwie mit eurem Partner spielt, ne, Freundin, Freund, sonst gar nicht so viel im Spiel, aber schon neugierig drauf, dann spielt auf jeden Fall Normal oder Reise. Wenn ihr mit den Kids spielt und auch einfach nur eine gute Zeit haben wollt, dann spielt ihr eben auch auf Reise und ihr könnt es bei jeder Mission anpassen. Ihr könnt bei jeder Mission sagen, jetzt will ich auf Hero spielen, jetzt will ich Reise spielen, jetzt will ich normal spielen. Ich habe alle Schwierigkeitsgrade ausprobiert. Ich kann euch sagen, man kann auf jeden Fall auf jedem Schwierigkeitsgrad auch verlieren. Und dann auch noch die Frage, wie tief greift die App ins Spielgefühl ein? Geben wir das Vergleich zu Herr der Ringe durch Mittelerde. Danke. Wie gesagt, kann ich nicht so wirklich machen, weil ich habe Mittelerde damals halt ein paar Mal ausprobiert. Fand das auch ganz gut. Aber das hier bietet mir einfach mehr, sonst hätte ich eben auch Mittelerde deutlich weiter gespielt. Aber wie gesagt, da müsst ihr halt nochmal dann vielleicht auf anderen Kanälen gucken, die eben auch mehr Mittelerde gespielt haben. Dann möchte Brofist wissen, wie viel Gameplay ist in der Box, wie lange dauert die Kampagne, gibt es Wiederspielwert, unterscheiden sich die Spieldurchläufe oder ist jeder Playthrough gleich? Gameplay in der Box, 15, 16 Missionen, a 3 Stunden, ungefähr alles in allem würde ich sagen so 50 Stunden plus Spielzeit. Wenn ihr es irgendwie solo durchjuckelt, immer den gleichen Charakter spielt, die Texte alle durchklickt, dann seid ihr auch deutlich schneller fertig. Aber das sind so ungefähr 50 Stunden und das finde ich gut. Das ist tatsächlich ähnlich viel wie bei Pranken des Löwen und es führt eben dazu, dass das auch ein Spiel ist, das normalsterbliche Menschen durchspielen können. Selbst wenn man jetzt nicht super viel Zeit hat und den ganzen Tag irgendwie 3 Missionen spielen kann, sondern halt irgendwie es zweimal in der Woche schafft, 1 oder 2 Missionen zu spielen, dann kann man da eben halt durchkommen, weil es sind halt 15 Missionen, das ist schon nicht wenig. Da werden normale Spieler, die vielleicht einmal oder zwei, ja, oder vielleicht alle 2 Wochen zum Spielen kommen, auch schon ein bisschen für brauchen. Aber man kann das durchspielen. Wenn man halt weit genug kommt im Spiel, will man es durchspielen, weil das einen halt total abholt. Und ich habe lieber sowas mit nur 15 Missionen, mit aber einer interessanten Story, die sich halt entwickelt, mit super abwechslungsreichen, guten Missionen, als, ich habe es jetzt auch nicht gebackt, aber Bloodborne, der Kickstarter, habe ich mir auch ein Rezensionsvideo zu angeguckt, wo auch jemand diesen ganzen Kickstarter-Kram vorgestellt hat und meinte, das sind hier ne, viele verschiedene irgendwie Gegner, gegen die man spielen kann, alles absolut generisch und man hat da eigentlich ganz viel Schrott und das eigentliche Spiel an sich, die Kampfmechanik ist schon gut, aber dieses Level-Design und so ist halt irgendwie eine Schwäche von dem Spiel und da einfach nur, ne, halt klassisches Kickstarter-Problem wieder, viel Bling-Bling, viel Geld, ohne dass es wirklich einen Mehrwert bietet und krass durchgetestet ist, hier passt eben einfach alles. Wiederspielt habe ich gerade schon was zu sagen, unterscheiden sich Spieldurchläufe, habe ich auch schon gesagt, die wesentliche Struktur ist das gleiche, es gibt immer die gleiche Mission, die Auswirkungen sind immer minimal andere, aber da ist, also sagt, ne, die Charaktere anders hochspielen, ist schon dann so der große Unterschied, die Story bleibt halt immer gleich. In die gleiche Richtung geht die Frage von Bastian O, wie schätzt du den Wiederspielreiz ein, wenn man die Kampagne einmal durch hat, stelle ich darin, es mit einer anderen Charakterklasse nochmal zu versuchen, oder gibt es eine gewisse Variabilität? Habe ich gerade schon gesagt, ne? Ja, das ist wirklich der Reiz, mit anderen Klassen normal zu versuchen. Aber man will, also ich will das zumindest. Ich habe da mega Bock drauf. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht tun, weil jetzt sind wir kurz zu essen. Ich habe da einfach keine Zeit für. So, Markus Burkhardt möchte gerne wissen, Wiederspielbarkeit, Reiz, habe ich eigentlich schon was zu gesagt. Schwierigkeitsgrade, Skalierbarkeit, habe ich auch gerade schon was zu gesagt. Charakterausbau, Crafting hast du ja schon angerissen. Wie gesagt, Crafting, es gibt halt ne im Spielverlauf, öffnet man Truhen, killt Gegner, man bekommt irgendwelche Rezepte, mit denen man halt seine Waffen verbessern kann. Jeder Charakter hat im Prinzip 2 Waffenarten und jede Waffenart, da gibt es 3 verschiedene Waffen von, die man im Spielverlauf findet, bekommt, kaufen kann. Und jede dieser Waffen hat eine unterschiedliche Fähigkeit. Man kann der halt nochmal 2 Upgrades geben und auch bei diesen Upgrades, das sind halt diese Rezepte, die man findet, kann ich halt auf eine Waffe 4 Upgrades machen bei einem Slot, aber ich muss mir halt einen davon aussuchen. Und bei den Waffen ist es eben auch so, wenn ich jetzt irgendwie hier als Magier meinetwegen diesen Stab habe und dann kriege ich einen neuen Stab, das ist nicht so, dass der so krass viel besser ist. Ich sage, oh, auf jeden Fall nehme ich diesen Stab und dann bekomme ich noch den dritten Stab und das ist dann so der Mega-Stab. Die machen halt alle in der Regel immer ähnlich viel Schaden. Man kann die halt nochmal upgraden auf Level 2, irgendwie im Spielverlauf. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie das bei Waffen funktioniert. Dann sind die schon signifikant besser. Und dann nehmt ihr auf jeden Fall die Level 2 Waffen mit. Aber solange ihr Waffen auf dem gleichen Level habt, müsst ihr mal gucken,
welche Fähigkeiten hat der Charakter, was habe ich zur Auswahl, welche Fähigkeiten davon nehme ich mit, ihr könnt nicht alle mitnehmen, was für Ziele habe ich, welche Errungenschaften möchte ich irgendwie verfolgen und muss dann gucken, welche Waffe ihr dazu nehmt. Das kann eben sein, dass ihr euch später eine Skillung raussucht, wo euer Startgegenstand, eure Startwaffe, euer Startstab am besten zu passt und dann sagt ihr, okay, krass, aber das passt dann mega gut zu, ich nehme das einfach mal mit. Und da kann man dann eben schon allein über die Waffe, welche Waffe nehme ich mit und welche Verbesserungen lege ich da drauf, super viel machen. Ich habe eben dann diese verschiedenen Talente, die ich im Spielverlauf nach und nach bekomme. Am Anfang habe ich halt keine Auswahl. Dann nehme ich das, was ich halt einfach habe, weil ich bin froh, dass ich was habe. Später habe ich dann halt verschiedene Optionen und kann mir auch Kombinationen überlegen. Und auch bei den Eigenschaften, dadurch, dass sie immer zwei Seiten haben, eben auch gucken, welche Seite möchte ich konstant oben halten? Kann ich mit beiden was anfangen? Wie kann ich das alles gut zusammen puzzeln? Das ist auch schon interessant, das rauszufinden. Und man stellt dann hinten raus auch fest, okay, es gibt auch bei den Charakteren durchaus einige verschiedene Arten, was man kombinieren kann. Und da gibt es auch, also wahrscheinlich gibt es da irgendwas, was richtig gut ist und irgendwas, was vielleicht nicht ganz so gut ist, aber meiner Erfahrung nach kann man mit jeder Kombination irgendwas anfangen. Man muss nur herausfinden, was, wie kann ich das sinnvoll nutzen. Und die Charaktere allgemein, ja, das, ne, wir haben halt, Brynn ist halt eher so klassisch der Tank, der Schaden einstecken kann. Bei Eryx, ja, man denkt bei Eryx, er wäre der Heiler, eigentlich ist er ein krasser Damage-Dealer. Die haben schon so bestimmte Nischen, in die fallen, aber es ist jetzt eben auch nicht so ganz nischig. Probiert da einfach mal welche aus. Da gibt es, glaube ich, so für jeden Spielstil schon so den passenden Charakter. So, dann Sonstiges. Ia Ese sagt, Respekt für die Ausdauer und das konsequente Durchziehen, auch wenn ich mich freue, dass es dann bald wie andere Spiele als Descent auf diesem Kanal gibt. Ja, war ich auch überrascht, dass mich das so getriggert hat und ich so hart durchgesuchtet habe. Und ne, also ich habe da, manche Leute kriegen auch immer gleich Panik, auch als wir KDM gespielt haben. So, nur noch KDM und nur noch Livestreams, wir wollen doch richtige Videos und so. Ich guck dich jetzt nicht mehr, Ben. Und das habe ich hier Gott sei Dank nicht gehabt bei Descent, aber habt da bitte keine Angst. Mein Kanal wird immer vielfältig bleiben, ich werde immer versuchen, alle möglichen Formate zu machen. Aber wenn mich halt sowas mal packt, dann spiele ich das, dann streame ich das auch. Dieser Stream ist da, den könnt ihr gucken, müsst ihr nicht. Ich bemühe mich sonst auch noch immer nebenbei, meine ganz normalen Rezensionsvideos, Top 10 Videos, Vorschauvideos, Rückblickvideos, was auch immer, eben auch zu machen. Und zusätzlich gibt es dann eben noch diese Streams. Und wenn ihr da reinguckt und mitchattet und Freude am Spiel habt, dann freue ich mich. Und wenn nicht, dann guckt die einfach nicht. Es gibt trotzdem immer noch super viel anderen Content bei mir. Ist es die 180 Euro wert? Sieht wie ein wunderschönes Spiel aus, aber für solch einen Preis? Das muss tatsächlich jeder selbst für sich entscheiden. Ich würde sagen, ja, nachdem ich es durchgespielt habe, ob es euch abholt oder nicht, wenn ihr halt euch für das Spiel interessiert, aber ihr nicht so ganz wisst, guckt euch Videos, guckt euch Playthroughs dazu an und vergleicht es noch mit anderen Spielen, die ihr euch holen könntet. Wenn ihr halt sagt, na, da hole ich mir lieber einen Willen des Wahnsinns und einen Gloomhaven für oder fast ein Gloomhaven, Prangendes Löwen und also jetzt haben wir, glaube ich, 30 Euro mehr, wenn man beide Spiele zusammen sich holt, dann ist das auch vollkommen legitim. Caruso schreibt, hätte nie gedacht, nachdem ich die ersten Bilder gesehen habe, dass das Spiel was kann. Das sieht in meinen Augen so lieblos und hässlich aus, aber man kann eben nicht nur nach dem Äußeren das Ganze beurteilen, werde es mir dennoch nicht kaufen, da ich noch länger mit Drunagor beschäftigt sein werde und danach noch 10 andere Kampagnenspiele warten. Ja, das ist ja vollkommen okay. Es klingt auch so, als wenn du es dir tatsächlich nicht kaufen solltest, weil dann liegt es ja nur auf dem Pile of Shame und vielleicht spielen das ja jetzt auch Leute durch und ja, verkaufen es dann wieder. Man kriegt es ein bisschen günstiger, wobei ich meins nicht verkaufen würde, weil ich halt nicht weiß, inwiefern ich das für Akt 2 brauche. Das wird dann auch tatsächlich ein bisschen sein, wenn ihr bei Herr der Ringe mit die zwei Türme anfangt, kann man machen, aber einem fehlt dann super viel. Also ich würde das auf jeden Fall behalten. Ich denke natürlich, dass Akt 2 komplett eigenständig sein wird, aber man weiß es nicht. So, der Q schreibt, keine Ahnung, was alle hier gegen dieses Spiel so vorbringen. Also wir spielen es jetzt seit über einer Woche und täglich und es wird von Abend zu Abend besser. Ja, der Preis ist hoch, dafür haben die Entwickler der App sich aber auch echt angestrengt und wenn man das auf einem Laptop spielt, gibt es kaum Mankos. Also für uns das Spiel des Jahres bis jetzt. Dem kann ich mich eigentlich voll anschließen. Also bisher war ja Imperium Classics mal Nummer 1. Die Spiele sind schon sehr unterschiedlich. Ich würde die sogar fast beide gerade aktuell auf die 1 setzen. Ich habe auch gesagt, ne, Sleeping Gods holt mich auch total ab. Das wäre für mich aber nochmal eine Spur drunter. Descent ist auf jeden Fall die Überraschung des Jahres für mich. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und hätte es auch nie gedacht, dass es mich so sehr abholt. Aber das ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Es wurde von Abend zu Abend, von Partie zu Partie besser. Und es ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Top-Highlights in diesem Jahr. Und dann zum Schluss noch Crispy Chicken, der schreibt, ich habe Angst, es zu Ende zu spielen und will die letzte Mission irgendwie noch nicht beenden. Kann ich voll verstehen. Ich war super mega happy,
dass ich halt so ein Kampagnenspiel mal wirklich durchgespielt habe und eben auch einen großen Teil davon eben alleine, weil Karl hätte auch gerne mitgespielt, aber Karl möchte sich das auch gerne ausleihen, mit seiner Freundin Annika spielen und dann sagt er auch, ne, gerade wenn die Storys sich nicht so sehr verändern, dann will er halt auch nicht schon so viel gesehen haben, weil ja eben auch dieses Missionsdesign und das Erkunden der Mission, das so nach und nach aufdecken, ja schon einen großen Teil des Spielspaßes ausmacht, das habe ich eben auch durchaus nachvollziehen können und ich denke, es wird ihr auch gefallen, die beiden werden das auch zusammen spielen und da sehr viel Spaß mit haben, dementsprechend habe ich halt wie gesagt, locker die Hälfte oder noch mehr Missionen alleine gespielt und die letzte Mission hat sogar so einen Endlos-Modus drin, weil wenn man die quasi fertig hat, es gibt halt keinen Game-Plus-Modus, es kommt dann einfach der Abspann und ich habe ja schon erzählt, es gibt diese Funktion, den letzten Speicherstand in der Stadt wieder zurückzusetzen und man kann die letzte Mission so oft spielen, wie man möchte. Aber wie gesagt, ich war auch traurig, einerseits froh, es durchgespielt zu haben, aber dann auch so, okay, morgen ist es vorbei. Das hat mich so getriggert, ich wollte mal weiterspielen. Vielleicht muss ich wirklich mal Diablo spielen. Aber es wird ja Akt 2 rauskommen, es wird Akt 3 rauskommen und ich weiß jetzt schon, die werde ich auf jeden Fall spielen. So, und dann sind wir auch schon fertig mit diesem Video. Schon, das ist doch dann wieder ein bisschen länger gegangen, als ich gedacht hatte. Es wird wahrscheinlich kürzer sein als das Rezensionsvideo. Ich habe unten, wie gesagt, in die Timestamps jeweils mal so grob die Frage oder das Themengebiet zumindest zusammengefasst. Und dann konntet ihr da immer dahin springen, wo ihr hinspringen wolltet. Wer jetzt beide Videos geguckt hat, da wird sich ein bisschen was doppeln auf jeden Fall. Aber vielleicht haben ja eben auch manche nur dieses Video geguckt und haben jetzt so groben Eindruck von dem Spiel, auf dem, was ich erzählt habe. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Es hat mich voll umgebeamt, das Spiel. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Bis bald und tschüss.